Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 23 meiner Werder Bremen Fußballkarriere. Ja, wir spielen wieder heute zwei Spiele. Achso, mein Name ist Michael übrigens. ja, wir spielen. Ich gucke mal auf den Kalender nochmal. Wir spielen auswärts gegen Hertha BSC und das Heimspiel gegen den FC Bayern München. Ja. Und schaut euch das auf jeden Fall an. Das wird mit Sicherheit lustig, vor allem gegen FC Bayern. Ja, dann starten wir mal jetzt gegen Hertha. Und zwar in Auswärtstrikots, im Olympiastadion und Weltklasse 4 Minuten im Schnee. Und los geht's. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Kann der Topscorer auch heute wieder jubeln? Wir werden es erleben. Live hier bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Ich möchte Sie herzlich zu dieser oh, heutigen ganz schön Partie verschneit, begrüßen, du. Liebe Fußballfans. Der Rasen. Hier im verschneiten Olympiastadion. Durch das Spiel mal begleiten gucken, wir holen Sie uns heute Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir und heute zeigen heute wir Ihnen schlagen ein Spiel werden. Aus der Bundesliga. Hertha BSC gegen Werder Bremen. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Genau, wir das spielen heißt, 4-4-2, genau da im Mittelfeld, wie immer. Wo sie viele Akzente setzen wollen, viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, unsere die Abwehr guten Torschützen Adeyemi und Burkhardt, die vorne drin stehen, hoffen, dass sie wieder die Buden machen werden. Aber schauen wir mal. Hertha ist einer dieser Traditionsvereine, die in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen abgehängt wurden, aber sie sind wieder auf dem guten Weg. Ich muss eben noch was unter Einstellung gucken. Ja. Alles klar. Ja, gefällt mir auch gut, was die Berliner da machen. Es wird solide gearbeitet. Es wird an einem Konzept für die Zukunft gearbeitet. So, los geht's. Anstoß Hertha BSC. Die Berliner mit dem Anstoß. Abseits. Ja. Naja, eindeutig. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Luino Kebacchio. Weiter jetzt mit dem Ball. Aber dann machen sie doch nichts aus diesem Angriff. Einer der Schlüsselspieler dieser Partie könnte Karim Adeyemi werden. Er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack, ist das Ding drin. Da oh, kommt die Latte. An die Latte. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Haben sie eigentlich alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge im Weg in dieser Situation. Kein Tor, keine Führung. Rodriguez. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. So, was machen Sie draus?
Er hat den Ball. Wird da was draus? Da ist die Chance. Und das 0:1 in der 20. Spielminute mit der Nummer 11. Bockert. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann machen sie es eigentlich gut. Ein sehr schön gemacht. Schöner kann man der Defensive Pass da gar nicht machen. Aber das ist durch die Mitte. Gemacht. 11 Tore in 20 Partien, Herr Burkhardt. Auch keine schlechte Bilanz. Ja. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Guter Vorstoß, kann was werden. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Da haben sie den Ball. Was für eine Chance! Das Ausgleich in der 24. Minute 1:1 für Hertha. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ah, das ist Ballbesitzfußball. Und da fällt das Tor. Eins-eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Da zieht er ab. So, das 1:2 in der 26. Spielminute mit der Nummer 7 Antuna. Sofort den Gegentreffer wieder. Wir schauen noch mal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Hier ist noch alles drin. Außen ist Platz für Hertha BSC. Super Tackling. Viel Platz für den Konter jetzt. Wo passt du denn hin, Alter? Chance natürlich nichts. Unaufhaltsam. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Rodriguez. Werder Bremen macht Druck. Sie versuchen es. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. No, knapp. Boetius. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Klasse Zuspiel. Das 1:3 in der 43. Spielminute mit der Nummer 10 Rodriguez. Läuft doch gut, Leute. Sieht doch gut aus. Wir sehen den Konter und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Sehr schön. Tor für Bremen. 3:1 heißt es also jetzt. Rodriguez.
Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Wir sind am Ende. Halbzeit 1:3 für Werder. Ja, sieht ja ein bisschen eindeutig aus, würde ich sagen. Man liegt hier zur Pause vorne. Und spielerisch, würde ich jetzt sagen, waren wir schon ein klein bisschen besser. Warum sie die beste Auswärtsbilanz haben, das ist ja kein Zufall. Das basiert alles auf harter Arbeit, auf Nervenstärke. Sie spielen hier gegen die Kulisse, gegen die Zuschauer, aber das ist ihnen völlig egal. Jo, zur Halbzeit. Ja, sage ich doch, Ballbesitzquote haben wir zwar 51:49, aber man hat schon gemerkt, dass sie mehr aufs Tor geschossen haben und auch spielerisch ein bisschen besser waren als Hertha. Und sie sehen ja auch Schüsse 1:5. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Und spielen jetzt weiter die zweite Halbzeit. Anschluss Werder Bremen. So, im Olympiastadion ist alles bereit für die zweite Hälfte. Legen wir los. Macht das da gut. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Boetius. Sie suchen die Lücke. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Das könnte es sein. Mein Gott, nee. Drin. Meine Fresse. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Ja, es gibt keine Karte. Aber eins ist klar, noch so eine Aktion und dann reicht eine Ermahnung nicht mehr aus. Was viele schon erwartet hatten, ist nun eingetroffen. Er wird den Club verlassen. Der Wechsel steht jetzt fest. Riesentalent, das ist keine Frage, der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, der darf sich glücklich schätzen. Schwaches Zuspiel, kein Wunder, dass da nichts ankommt. Vorteil, spielt euch weiter. Ja, und das ist auch gut so. Werder Bremen hat Druck. Die Chance jetzt. Ah. Noch ist die Chance da. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Klasse Parade. Und das war wichtig. Weiter nur ein Tor hinten. Alles noch machbar. Alles noch drin. Jetzt bauen sie ihr Spiel auf. Mal sehen, ob sie vorne für Gefahr sorgen können. Da kommt die Flanke. Oh, da muss doch einer sein. Das wird jetzt Abschluss geben. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Das ist natürlich eine eher schwache Ballbesitzstatistik in diesem Spiel von Werder Bremen. Aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Was für eine Chance! Jawohl, das 2:4 in der 74. Minute mit der Nummer 10 Rodriguez. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion, besser geht's nicht. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Ja, gegen Bayern München wird gleich so schwer, würde ich sagen.
Wieso spielen wir jetzt wie gegen Hertha? Weiß ich nicht. Guck mal, wie man noch auswechseln könnte. Ja, kommt der Adeyemi jetzt mal raus. Marvin kommt rein. Auch Rodriguez raus. Die guten Spieler müssen geschont werden gegen Bayern. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Jovetic. Boetius. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Hertha. Dann geht es auswärts gegen den 1. FC Köln. Ganz genau. Und natürlich kommentieren wir auch diese Partie. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Was für eine unglaubliche Parade. Ja, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Freunde, schön ist das nicht mehr im Moment. Sie haben das Resultat, was sie wollten, und den Offensivdrang haben sie aktuell komplett. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's, und dann geht auch die Karte in Ordnung. So wird das nichts. Der Ball bleibt in der Mauer hängen. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Er ist frei, da kann was draus werden. Das müsste es sein. 2:5 in der 90. Spielminute mit der Nummer 7 Antuna. Souveräner Auftritt. 2 Tore für Antuna, 2 Tore für Rodriguez. Sehr schön. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Ja, Nacho. Außen ist der Platz da für die Berliner. So, liebe Zuschauer, das war's. 5:2 gewonnen. Und das beste Auswärtsteam holt sich den Sieg in diesem Auswärtsspiel. Deutlich gewinnen sie also dieses Auswärtsspiel. Klar, aktuell gibt es auswärts keine bessere Mannschaft als sie. Und warum das so ist, das haben sie einmal mehr eindrucksvoll gezeigt. Souverän, selbstsicher und taktisch perfekt eingestellt. Jojo. Hat er super gesagt. Da ist die Chance. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. So. Alles klar. Wir hatten auch eindeutig mehr Chancen als Hertha. Und ja, war schon da verdient gewonnen. Ob jetzt 5:2 oder so, keine Ahnung, aber. Das war schon okay. So. Machen wir weiter. Einmal schnell Training. Aber nicht Rodriguez. Oder? Ah, komm, lassen wir das mal. Mal gucken. Ob er sich bis dahin noch erholen kann. Ja, glaube ich, noch 2 Tage. Also sogar noch 1 Trainingstag sogar. Gucken wir mal. Ja, das ist okay. Und
weiter. Und jetzt haben wir das wichtige Heimspiel gegen FC Bayern München. Erstmal die Pressekonferenz. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Ich glaube, das letzte Spiel ging sogar ziemlich hoch für uns aus. Gibt es 3-0 oder so oder 4-0 gegen Bayern? Ich weiß es nicht mehr. Und das war es für diese Pressekonferenz. Ja. Und ja, ich, Tabelle, wenn man jetzt so schaut, wir haben 21 Spiele gemacht und wir sind 5 Punkte vor den FC Bayern München. Und obwohl wir eine Niederlage mehr haben, aber das haben die 4 Unentschieden. Ja, auch wenn wir es verlieren sollten, bleiben wir trotzdem Tabellenführer. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber ich hoffe, wir gewinnen gegen Bayern. Und ja, dann schauen wir mal. Wenn nicht, dann ist das so. Ne? Wir speichern einmal ab. Zack. Und gehen jetzt rein. Und zwar im Wohn im Westweserstadion, Weltklasse, 4 Minuten bewölkt. Aber Bayern spielt doch nicht mit Heimtrikots, ne? Ja, da müssen wir eben mal ändern, das geht nicht. Bayern, das geht nicht. Wir spielen zu Hause, nicht ihr. Dann könnten wir die Weißen nehmen oder die hier. Wir nehmen die Weißen, oder? Ja. So. Dann sage ich jetzt, Wohn im Westweserstadion, Weltklasse, 4 Minuten bewölkt und los geht's. Spannung pur heute im Rennen um die Meisterschaft. Ja, die Fans strömen ins Stadion. Und da gibt es ein paar Cutscenen. In was einigen Minuten kann es Spiel so angeblich Werder Bremen gegen passiert. Bayern München. Alimi schießt ein Tor. Okay, da bin ich mal gespannt. So, schön hier im Weserstadion. Wir melden uns heute aus dem Weserstadion. Schön im Norden, denn im Norden in Bremen. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Bayern München. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. Ich glaube, das Spiel wird jetzt auch spielentscheidend für Werder Bremen. Wenn wir das gewinnen sollten, ich glaube, dann sind wir mit 7 Punkten vor Bayern. Und das ist uns dann, glaube ich, auch schwer zu nehmen sein. Obwohl, wir haben auch schon 4 Niederlagen gemacht diese Saison. Aber ich glaube, dann wird es schwer, uns da noch einzuholen, denke ich. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Ja, Sie wählen heute 4-4-2 mit genau. Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen Sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Ja. Buschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? FC Bayern. Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität 3 ist, Abwehrspieler. Druck, den sie 3, auf 5, 2 oder was? Sobald der den Ball hat, tatsächlich. Gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Ben Zeit Yedda, zur Immobilie, Immobilie, Mané, Madison, Musiala, Goretzka, Kimmich, De Ligt, Upamecano und Blind. Ich spiele mit einer Dreierkette hinten. Okay. Ziemlich offen hinten, ne, würde ich sagen, aber dafür ist Mittelfeld ganz schön kompakt. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Es ist der FC Bayern und nicht irgendwie Arminia Bielefeld oder so. So, Anstoß Werder Bremen, los geht's. Und los geht's. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Er hält drauf. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme.
Vorteil für den FC Bayern. Leon Goretzka. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Eckball Bayern. Kurz gespielt. Reingabe für Immobile. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Ja. Werder Bremen hat in der letzten Partie überzeugt, diesem Auswärtssieg, als es gegen Hertha BSC ging. Das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird es, da muss ich so ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Ah, der Sprecher sagt Unentschieden, okay. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Kimmich. War kein guter Pass. Bremen ist natürlich bisher die Überraschung dieser Saison. Ja, sie haben sich wirklich oben festgesetzt und es sieht bislang ja gar nicht danach aus, als käme irgendwann mal eine Schwächephase. Sadio Mane. Da ist er zur Stelle. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Eben. Mensch. Zurück auf Immobile. Kimmich. Sie holen sich den Ball. Oh. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlt Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Was für ein Schuss! Was für ein Traumtor! Da packt er einfach mal einen aus! Tor für Bremen. Minute habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber mit der Nummer 10, glaube ich, Rodriguez. Junge, was war das für ein Tor? Alter! Keine Chance für den Keeper bei dieser Power, bei dieser Technik. Nice. Schönes Ding, das 1:0. Ja. 11. Tor in 21 Partien. Für Mittelfeldspieler ist das schon gut. Zwar für zentral offensives Mittelfeldspieler, aber trotzdem. Ja, los, weiter geht's. Rückstand für die Bayern. Jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Oh. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Immobile. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Oh mein Gott. Immobile. Musiala. Noch ist die Chance da. Im Strafstoß, ganz klar. Und das Mann, wieso grätscht er denn, Alter? Boah. Es gibt Elfmeter und Rot. Das ist natürlich doppelt bitter. Und wenn sie Pech haben, verlieren sie jetzt auch. Der Ball war doch schon weg gewesen. Dann in Unterzahl sich richtig reinhängen. Mann, ey. Anlauf von Immobile. Der verpasst. Ich hab keinen Bock mehr jetzt. Scheiße. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Spielerwechsel bei Werder Bremen.
nicht mehr im Spiel. Die Nummer 10. Wird's jetzt gefährlich? Hereingab. Da kommt der Befreiungsschlag. So, was machen Sie draus? Ja, weg ist der Ball. Goretzka. Immobile. Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. Da kommt noch mal die Wiederholung des Tores. Wir sehen Ausgangspunkt dieser gefährliche Steilpass von Leon Goretzka. Und dann zieht Ciro Immobile im 1 gegen 1 ab. Das macht er unnachahmlich. Aber was will der Keeper da machen? Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Gefährliche Szene. Guter Versuch. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. So, Pausenpfiff, das war's. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Kollegen bieten sich an. Ja, klar. Schubst du noch mehr weg, du Bastard, Alter. Ey. Was soll das? Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Mein Gott, ey. Oh, der geht am Gegenspieler vorbei. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Sie geben nicht auf. Nur Ausgleich. Noch zu 10 sind sie. 53 Minuten. Ausgleich. Da ist Poker. Das Tor. Sie sind wieder da. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann haben sie das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter machtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Kimmich. Ja, wartet einen Moment. Und er hat den Ball. Die Spekulation, ob er bleibt oder nicht, die sind beendet. Er hat sich entschieden, er wird den Verein wechseln und sich einer neuen Aufgabe stellen. Riesentalent, das ist keine Frage, der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, darf sich glücklich schätzen. Wissam Benjeda. Ciro Immobile. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Die Bayern wechseln. Ah, Mann, ey. Die Rot gerade echt nicht sein müssen, ehrlich. Jetzt der Eckball. Total unnötig. Das ist keine gute Aktion. Joao Cancelo. Joshua Kimmich hat den Ball. Wissam Benjeda. Pass auf Goretzka. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart. Mann, jetzt kickt er mich schon wieder von hinten weg. Mein Gott, ne. Dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe. Und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Und jetzt könnte hier durchaus schon wieder was entstehen. Wissam Benjeda. Hä? Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was Mann. Für ein sensationeller Reflex. Wechsel jetzt bei den Bayern.
kurz gespielt. Der Licht. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Und da sehen wir, mit wem es die Bayern bald zu tun bekommen, Buschi. Es geht gegen den ersten FC Köln im nächsten Match in der Bundesliga. Und das klingt nach einer wirklich machbaren Aufgabe. Weiser. Da kommt der Pass. Den spielt er gut. Der Ball. Nein! Junge, was ist das denn für eine Scheiße? Wie kann man die noch gegen den Pfosten schießen? Nicht der Ball landet nur am Aluminium, aber man spürt es. Sie drängen in dieser Schlussphase. Sie machen weiter Druck. 6 Minuten haben wir hier noch. Super Pass, Ball kommt an. Sie schalten auf Angriff um. Das ist in der 86. Minute das 3:2. Burkhardt. Sehr schön. Wie erfreut sich der Torwart? Pavlenka. Tor im 1 gegen 1. Wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Jawohl. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Joao Cancelo. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Ecke, vielleicht liegt hier jetzt doch der Ausgleich in der Luft. Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Das Spiel ist aus. Jawohl, Ende. 3:2 gewonnen. Sie haben es heute spannend gemacht. Spät, sehr spät fällt die Entscheidung. Das ist am Ende egal. Sieg. Mit 10 Mann haben wir noch 2 Tore geschossen. Nice. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Jo Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen aufgeregt im zweiten Spiel in Bayern, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann folgt mir doch auf Twitch. Dort heiße ich xxmichaelboxx. Würde mich freuen, wenn ihr mir da folgen würdet, dann würdet ihr auch keine Lives mehr von mir verpassen. Oder auf YouTube heiße ich gamingmichaelbo. Auch dort würde mich freuen, wenn ihr dort kommentiert, liked und auch ein Abo da lassen würdet. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Michael.